Sophie Scholl wäre am 9. Mai 2021 100 Jahre alt geworden. Mensch sein, das bedeutet Verantwortung zu übernehmen. So hat Frau Professorin Dr. Ilse Nagelschmidt, die ich im Namen der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen hier herzlich willkommen heiße, ihren Vortrag anlässlich des besonderen Jubiläums überschrieben. Unsere Referentin wird uns in Erinnerung an Sophie Scholl den beeindruckenden, kurzen, nicht geradlinigen Lebensweg von einer begeisterten HJ-Führerin zu einer mutigen Kämpferin gegen das Nazi-Regime näher bringen. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf den letzten Lebensjahren. Ich bereue nichts, ich würde es immer wieder tun. Genau so. Dieses Zitat von Sophie Scholl zeigt die Stärke und Entschlossenheit einer mutigen jungen Frau. Eine junge Persönlichkeit, die gereift ist. Dieser Vortrag zu Ehren von Sophie Scholl wird sowohl auf der Basis von historischen Dokumenten der Zeit als auch persönlichen Zeugnissen im Brief und im Tagebuch das Porträt einer jungen Frau zeichnen, die unter Einsatz ihres Lebens für die Freiheit des Geistes eingetreten ist. Sie wurde 4 Tage nach der Verhaftung am 22. Februar 1943 enthauptet. Vor dem Hintergrund missbräuchlicher, unsäglicher Vergleiche selbsternannter Querdenker mit den Opfern des Nationalsozialismus ist diese Erinnerung umso wichtiger. Ich darf unseren heutigen Gast kurz vorstellen. Frau Professorin Dr. Ilse Nagelschmidt hat Germanistik, Geschichte und Pädagogik in Leipzig studiert. Ab 1996 war sie Professorin an der Universität Leipzig. Seit 2019 ist sie im Ruhestand. Von 1994 bis 2002 war sie Gleichstellungsbeauftragte der Universität, von 2002 bis 2004 Leiterin der Leitstelle für Fragen der Gleichstellung von Mann und Frau im sächsischen Staatsministerium für Soziales. 2005 bis 2018 Direktorin des Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung der Universität Leipzig. Sie ist Ehrenpräsidentin des Freien Deutschen Autorenverbandes und eigentlich im Ruhestand, besser Unruhestand. Und ich ergänze, eine gefragte Gastrednerin im In- und Ausland. Nochmals ein herzliches Willkommen an Sie und alle Gäste, die sich zugeschaltet haben. Wir hören nun einen Vortrag über die mutige junge Frau Sophie Scholl, die am 9. Mai 2021 100 Jahre alt geworden wäre und von den Nazis am 22. Februar 1943 hingerichtet wurde. Zunächst danke ich Ihnen, liebe Frau Niersberger, für Ihre freundlichen Worte und ich danke der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen, dass Sie mit diesem Vortrag und gleichermaßen der Veranstaltungsreihe mit der Biografin Maren Gottschalk, die Sie vorhin auch schon im Bild eingeblendet gesehen haben, sich der Persönlichkeit von Sophie Scholl widmet. Das entscheidende Zitat habe ich jetzt eingeblendet. Nämlich, Sie werden es ja lesen. Ich bereue nichts, ich würde es immer wieder tun, genauso. Das sind mit die letzten Worte von Sophie Scholl vor ihrer Hinrichtung. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe meinen Vortrag und zu Sophie Scholl zu sprechen in einer Stunde. Das ist eine fast unmögliche Aufgabe, an ihrer Biografie lang gegliedert. Ich werde sie aber selbst immer wieder zu Wort kommen lassen, sowohl in ihren Tagebüchern, in ihren Briefen, als natürlich am Ende auch in den Vernehmungsprotokollen, um ein Bild einer Frau nachvollziehen zu können, die so jung war. Anfang 20 ist sie bereits hingerichtet worden, die so viel Mut und so viel Zivilcourage gehabt hat, wie wir es uns heute vielleicht nicht mehr vorstellen können. Ihre Kindheit ist glücklich gewesen. Gemeinsam mit den Geschwistern Inge, Hans, Elisabeth und Werner ist sie in Forchenberg aufgewachsen. Von 1930 bis 1932 hat die Familie in Ludwigsburg gelebt und ab 1932 dann in Ulm. Die Mutter ist vor der Eheschließung Diakonisse gewesen. Der Vater hat eine sehr komplizierte Berufsbiografie gehabt,
vom Bezirksbürgermeister bis zu einem Steuerberaterbüro. Was aber wichtig ist, beide Kinder und vor allen Dingen natürlich Hans und Sophie, aber auch die anderen Geschwister sind zu christlich-liberalen Werten aufgewachsen und erzogen worden. An dieser Stelle möchte ich die Bilder von Hans und Sophie Scholl Ihnen ins Bewusstsein rufen. Das sind die beiden Geschwister, die dann von der Gestapo verhaftet worden sind und gemeinsam hingerichtet wurden. Und es sind noch zwei andere Porträts, die in dem Vortrag eine Rolle spielen werden, nämlich von Alexander Schmorell. Alexander Schmorell wird derjenige sein, der in den Verhörungsprotokollen immer wieder genannt wird, aber unter dem Aspekt, dass die Geschwister gehofft haben, dass er bereits aus Deutschland herausgekommen ist. Und schließlich der dritte, der gemeinsam mit Hans und Sophie Scholl hingerichtet wurde, nämlich Christoph Probst. So, und jetzt haben Sie erstmal die wichtigsten Bilder und Sie sehen, wie jung diese Leute gewesen sind. Gehe ich an Ihrer Biografie entlang, 1934, und Frau Meersberger hat bereits in der Begrüßung darauf hingewiesen, ist sie in die Fänge der Nationalsozialisten geraten. Aber wenn man sich noch einmal anschaut, wann sie geboren wurde, wann sie schulisch sozialisiert worden ist, so ist das eine deutsche Biografie, die wir nicht nur einmal, nicht nur zehnmal, sondern die wir 100.000-mal gehabt hat. Sie ist in den BDM eingetreten, in den Bund Deutscher Mädchen. Sie engagierte sich in dieser jungen Mädelgruppe und sie wurde Scharführerin. Diese Episode endet jedoch bereits Mitte der 1930er Jahre und 1938 wird sie wegen Untreue und unbotmäßigen Äußerungen in der Terminologie der Nationalsozialisten degradiert. Das Jahr 1937 ist für sie ein ganz wichtiges, nämlich die Bekanntschaft mit Fritz Hartnagel, der Sohn eines Ulmer Kleinunternehmers, Offiziersanwärter und einer, mit dem Sophie Scholl ganz eng befreundet war, mit dem sie alles, aber auch alles austauschen konnte, was sie bewegt hat, der treu an ihrer Seite gestanden hat. Und Fritz Hartnagel ist nach dem Zweiten Weltkrieg Richter in Stuttgart gewesen und er setzte sich aktiv gegen die Wiederbewaffnung in der Bundesrepublik ein. März 1940, Sophie Scholl wird das Abitur ablegen und sie beginnt eine Ausbildung am evangelischen Kindergärtnerinnen-Seminar in Ulm-Söflingen. Es ist ein Übungskindergarten in einem neu eröffneten Fröbel-Seminar und damit eine konfessionell gebundene Ausbildungsstätte. Im August 40 ein vierwöchiges Praktikum im Kindersanatorium Kohlermann in Bad Dürrheim, was aber keine Anerkennung im Reichsarbeitsdienstersatz findet. Wir sind ja inzwischen im Jahr 1940. Der verhängnisvolle Zweite Weltkrieg hat 1939 bereits Europa überzogen und die jungen Menschen werden zu diesem Pflichteinsatz herangezogen. Im Frühjahr 41 dann dieser Reichsarbeitsdienst in Grauenwies, im Herbst 1941 eine Anstellung im NSV-Kinderhort in Blumenberg. Und da passiert etwas ganz Interessantes. Es ist eine Stadt, die brachial in eine Bergbaustadt umgebaut wurde. Und da erlebt sie etwas, nämlich die Brutalität des Systems. Diese Stadt wird mehr oder weniger degradiert. Sie wird geschlossen, das Bergwerk wird geschlossen und die Menschen geraten in den Strudel von Arbeitslosigkeit und sozialer Verelendung hinein. Und das alles, was ich jetzt in ganz dürren Worten zu Ihrer Biografie gesagt hat, schlägt sich natürlich in Ihren Tagebüchern und Briefen nieder. Und Sie werden jetzt in den nächsten Momenten eine sehr reife junge Frau erleben. Der Tagebucheintrag vom 13. April des Jahres 1940
und 41. Heute war Ostern. Wie aber habe ich bisher Ostern begangen? Wenn ich nur allein sein könnte. Jetzt werde ich noch lesen, die ganze Ostergeschichte und dann noch Augustinus. Nebenher spiele ich die Ziehharmonika. Die Mädchen tanzen dazu. 7. September 1941, der Brief von Sophie an ihren Bruder Hans. Lieber Hans, danke dir für deinen Brief. Jetzt bleibe ich also noch ein halbes Jahr in der Zwangsjacke. Eigentlich hätte die Zeit bis jetzt schon genügt, um meine Abscheu und meine Verachtung dafür ganz reifen zu lassen. Das ist nicht nur eine Phrase, sondern ein bloß zu oft empfundenes Gefühl. Aber seltsam, jetzt erst spüre ich so recht, dass mich nichts zwingen wird. Ein herrliches Stärkegefühl habe ich manchmal. Ein Brief von Sophie aus München. Draußen kreicht ein Vogel im Baum, auf dessen goldgrüner Krone die schrägen, milden Strahlen der Abendsonne fallen. Da muss ich wieder an die Stelle ihres netten Briefes aus Russland denken, wo sie von der unerlösten Natur sprechen. Es war immer die größte Harmonie, die ich in Feld und Wald meinte, erklingen zu hören, und auch jetzt noch, wie ich den vergangenen Sonntagabends in so ein stilles, großes Gebirgstal hineinschritt, umstühlt von der blauen Abendluft, die die kleinen Dinge schon verdeckte, um mir nur die großen, klaren Linien zu zeigen, schienen alle Dinge, mit denen ich mich sonst abquälte, von mir abzufallen wie unnützes Laub, und mit einem ganz anderen Maßstab begann ich zu messen, was mich bewegte. Es schien mir, als sei einzig der Mensch es, der diese wundervolle Harmonie, die auch sonst aus einer Fuge von Bach zu mir spricht, gestört habe. Ihnen wird aufgefallen sein, aus diesem kurzen Briefauszug, es ist die Sehnsucht nach Harmonie, es ist die Sehnsucht nach eins sein können mit der Natur. Und immer wieder wird Sophie in dieser kritischen Zeit den Augustinusband zur Hand nehmen, und wie schon im Arbeitsdienstlager geben die Worte des Kirchenvaters ihr Kraft. In diesem Jahr, so Zitat, wird noch eine Entscheidung fallen, notiert sie und legt das Geschriebene in ihr Buch. Erst sehr viel später, nämlich aus dem Jahr 1994, wird Sophies ältere Schwester Inge diese Briefkarte auffinden. Und noch ein Auszug. Die Schönheit der Natur macht merkwürdig nüchtern, so notiert sie im Tagebuch, wenn sie auch das Auge entzückt. Denn wieder an den Platz zu stellen, den ich in Wirklichkeit einnehme. Ich denke mit dem Gefühl der Dankbarkeit an den Ausblick aus dem Fenster meines Schlaflabens im Arbeitsdienstlager oft, wenn ich zu ausgelassen wurde mit den anderen und ins Prahlen geriet, genügte ein Blick auf die dunklen Kronen der alten Bäume unseres Parks, um mich verstummen zu lassen. Gern würde ich dir einmal den Park zeigen, der in jener Zeit mein bester Freund geworden war. Auch aus diesen Zeilen spricht eine Ansicht und eine Aussicht, gefangen zu sein, und sie setzt sehr viel Hoffnung auf ein freieres Leben, ein Leben, das sie dann in München führen wird. Diese kurzen Textauszüge, meine Damen und Herren, haben Ihnen sicherlich gezeigt, dass sie Trost und Halt immer wieder im Glauben gefunden hat. Es sind, wie ich bereits gesagt habe, vor allen Dingen die Schriften des Kirchenvaters Augustinus, und es ist einer, der diese Schriften mit ihr diskutiert, der sie vermittelt, nämlich Ottel Eicher. Ottel Eicher wird immer wieder im Zusammenhang mit Sophie Scholl genannt, Bildhauer, Grafiker und Gestalter.
Er gehört mit zu den Architekten und Künstler Max Bill 1953, also 8 Jahre nach dem Krieg, zur Hochschule für Gestaltung in Ulm. Eicher war ein entschlossener Jungkatholik. Er wollte sein Leben nach den Maßstäben des Augustinus ausrichten. Er trat im Vergleich mit so vielen anderen Jungen seiner Zeit nicht der Hitlerjugend bei und er wurde dadurch bestraft, dass er im Jahr 1941 kein Abitur ablegen durfte. Sophie Scholl wird im Mai 1942 nach München gehen. Das Studium in München. Ja, was wollte sie studieren und was hat sie in Anfängen auch studiert, nämlich Biologie und Philosophie. Ich glaube, das trifft sich sehr gut mit dem, was Sie bereits gehört haben, diese tiefe Sehnsucht nach der Natur und diese tiefe Sehnsucht nach der Harmonie des Menschen vereint sich in diesen beiden Fächern. Ihr Verlobter, Fritz Hartnagel, muss, wir schreiben ja den Mai 1942, zum Kriegsdienst und es ist genau das Datum, wo die Hitlerwehrmacht die Sowjetunion überfällt. Im Sommer 1942 wird sie in den Semesterferien zur Arbeit in einem Ulmer Rüstungsbetrieb verpflichtet. Und da sind wir bei Hans Scholl. Hans Scholl, der geliebte Bruder, einer, der immer wieder auch von seinen Biografinnen und Biografen als ein charismatischer Typ geschildert wird. Als einer, der sich ganz schnell begeistern ließ, aber gleichermaßen andere auch begeistert hat. Er ist Student der Medizin in München und durch ihn lernt sie Studenten kennen, die sie in ihrem Widerstand gegen das NS-Regime bestärken. Hans, der Bruder, wollte sie zunächst heraushalten, sie aber war überzeugt, etwas Aktives gegen dieses System unternehmen zu müssen und damit hat sie Anschluss an die studentische Widerstandsgruppe der Weißen Rose gefunden. Weiße Rose. Wenn ich es so sagen darf, die Geburtsstunde der Weißen Rose, dieser Gruppe, lag im Juni 1942 und endet im Jahr 1943 mit der Ermordung von Hans und Sophie Scholl und Christoph Probst. Hans Scholl hat einmal gesagt, dass er den Namen willkürlich gewählt habe. Und was finden wir heute? Wie ist dieser Name zustande gekommen? Eventuell unter dem Eindruck der spanischen Romanza von Brentano, die Hans Scholl zu dieser Zeit gelesen hat. Aber es kann auch sein, 1929 von Traben das Buch »Die weiße Rose«, wo ein profitsüchtiger Ölmagnat über Leichen gegangen ist. Sophie Scholl hat im Verhör ausgesagt, ihr Bruder hätte sie darauf hingewiesen, dass die Fahnen der verbannten Adligen während der Französischen Revolution eine weiße Rose als Symbol getragen hätten. Sie merken also, es gibt ganz verschiedene Zugänge zu der Namensgebung Weiße Rose. Und Weiße Rose, und das ist für mich gerade in diesen heutigen Zeiten so wichtig, ist die einzige Widerstandsgruppe in der NS-Zeit, die den Mord an den Juden öffentlich angeklagt hat. Die Gruppe konzentrierte sich auf wesentliche christliche und humanistische Werte aus der Tradition der bündischen Jugend. Und das ist das, was man Hans Scholl ja immer wieder zum Vorwurf gemacht hat, dass er der bündischen Jugend so nahe gestanden hat. Die Weiße Rose hat insgesamt 6 Flugblattaktionen gehabt. 6 Flugblattaktionen, die eingeteilt worden sind in 1 bis 4, nämlich Juni bis November, und dann schließlich 5 und 6. Das 7. Flugblatt konnte nicht mehr erscheinen. Die wesentlichsten Gruppenmitglieder, Hans und Sophie Scholl, Alexander Schmorell, dieses Bild haben Sie bereits gesehen, Willi Graf
Auch er ist hingerichtet worden, Christoph Probst und der Universitätsprofessor Hubert. Auch sein Leben endete durch die NS-Schergen. Es gibt sehr viele Namen, die im Umfeld immer wieder genannt werden. Traute Lafrenz, Marie-Louise Jahn, Heinz Brenner, Jürgen Wittgenstein, Lilo Ramdor, Harald Dohm, Hans Leipelt und andere. Bloß damit wir diese Namen auch noch einmal präsent haben. Und meine Damen und Herren, es gab ein großes Feld auch von Unterstützerinnen und Unterstützern. Lilo Dreifeld, Hubert Furtwängler, Werner Bergengrün, Günther Ammann sind einige dieser Namen. Die Flugblätter der Weißen Rose. Das ist etwas, was in die Geschichte eingegangen ist, und ich werde gleich auf wesentliche Sätze dieser Flugblätter eingehen. Ich habe es bereits gesagt, im Juni 1942 ist das erste Flugblatt erschienen, die nächsten kamen sehr bald. Sophie ist zu dieser Zeit noch nicht beteiligt gewesen. Im Zeitraum zwischen dem 27.06. bis zum 12.07. diese große Aktion, verfasst in der Villa Schmorell bei München in Harlaching, und Alexander Schmorell, den Sie bereits im Bild gesehen haben, ein aus Russland kommender junger Mann, der seinerzeit mit seinen Eltern vor den Bolschewiken geflohen worden ist. Empfänger? Wer gehörte zu den Empfängern dieser Flugblätter? Und da haben sich die Mitglieder der Weißen Rose etwas ganz Raffiniertes einfallen lassen, indem sie die Telefonbücher bemüht haben. Es sind Ärzte gewesen, Schuldirektoren, Buchbinder, Gastwirte, also der breite Rahmen einer Gesellschaft. Und wenn Sie sich heute die Flugblätter zur Hand nehmen, so wird Ihnen auffallen, dass sie nach einem sehr einheitlichen, sehr konkreten Muster aufgebaut sind, nämlich erstens eine Exposition der Wertidee, zweitens die Diagnose des derzeitigen gesellschaftlichen Zustandes, dann in einem dritten Punkt Warnung und Drohung und schließlich der Appell. Ja, ich hatte es bereits gesagt, an wen sind sie gerichtet gewesen? An das Bürgertum im ganz breiten Sinn, an die Intelligenz des Landes, die auf ihre staatspolitischen Pflichten hingewiesen wurden, und die große Hoffnung der Gruppe, dass die Elite des Landes sich nicht länger dem NS-Wahnsinn entzieht. Denn denken Sie daran, wir sind jetzt im Jahr 1942, der Krieg tobt bereits im dritten Jahr. Und wenn man heute diese Flugblätter noch einmal in der Gänze liest, so ist es auffallend, dahinter steht ein ästhetischer und bildungsbürgerlicher Anspruch. Die Verfasser der Flugblätter zitieren Goethe und Schiller, sie zitieren Aristoteles und Novalis und natürlich immer wieder die Bibel. Und sie sprechen die Dinge so an, wie sie sind. Sie sprechen nicht von einem Antisemitismus, sondern ganz konkret über den Massenmord an den Juden, und sie benennen die Menschheitsverbrechen der Deutschen ganz konkret. Und am Ende der Flugblätter bitten die Verfasser ihre Leserinnen und Leser, die Flugblätter zu verbreiten. Ich habe jetzt über die Flugblätter gesprochen und ich möchte jetzt im Folgenden doch einige Sätze noch einmal zitieren, um Ihnen deutlich zu machen, was dahinter für ein Mut, aber auch für ein Wissen gestanden hat. Das Flugblatt 1. Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherklique regieren zu lassen.
Ist es nicht so, dass sich jeder ehrliche Deutsche heute seiner Regierung schämt? Und wer von uns ahnt das Ausmaß der Schmach, die über uns und unsere Kinder kommen wird, wenn einst der Schleier von unseren Augen gefallen ist und die grauenvollsten und jegliches Muss unendlich überschreitenden Verbrechen ans Tageslicht treten? Damit beginnt also diese Flugblattaktion. Sehen wir uns als nächstes Auszüge aus dem Flugblatt 2 an. Es heißt, nicht über die Judenfrage wollen wir in diesem Blatte schreiben, keine Verteidigungsrede verfassen, nein, wir wollen die Tatsachen benennen. Und an anderer Stelle, die Tatsache, das sind seit der Eroberung Polens 300.000 Juden in diesem Land, die auf bestialische Art ermordet worden sind. Sie merken also, hier wird, und Alexander Schmorell ist der Verfasser gewesen, er wird ganz konkret. Und es heißt weiterhin im Flugblatt 2, ein jeder will sich von einer solchen Mitschuld freisprechen. Ein jeder tut es und schläft dann wieder mit ruhigstem, bestem Gewissen. Aber er kann sich nicht freisprechen. Ein jeder ist schuldig, schuldig, schuldig. Und ich glaube, auch hier wird ganz viel bereits vorweggenommen zu einer Diskussion, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzt. Und noch ein Zitat aus dem zweiten Flugblatt. Hier sehen wir das fürchterlichste Verbrechen an der Würde des Menschen. Ein Verbrechen, den sich kein ähnliches in der ganzen Menschheitsgeschichte an die Seite stellen kann. Auch die Juden sind doch Menschen. Man mag sich zur Judenfrage stellen, wie man will. Und an Menschen wurde solches verübt. Soweit das Flugblatt 2. Jetzt aus dem Flugblatt 3. Das Flugblatt 3 enthält zunächst ganz praktische Vorschläge für einen passiven Widerstand. Sabotage in Kriegs- und kriegswichtig Betrieben, Sabotage in allen Versammlungen, Kundgebungen, Festlichkeiten, Organisationen, die durch die Nationalsozialistische Partei ins Leben gerufen wurden. Sabotage also in allen kriegswichtigen Organisationen und Betrieben. Und der letzte Satz, wir schweigen nicht, wir sind euer böses Gewissen. Die weiße Rose lässt euch keine Ruhe. Das ist das, meine Damen und Herren, was ich vorhin gemeint habe mit den Drohungen der Gruppe. Ja, und nun bin ich bei dem Flugblatt 5. Das Flugblatt 5, für mich auch noch einmal ganz wichtig, der erste Entwurf ist am 12.01. des Jahres 1943 und er beginnt mit Aufruf an alle Deutschen. Aufruf, das ist also das Signal, der Krieg geht seinem sicheren Ende entgegen. Mit mathematischer Sicherheit führt Hitler das deutsche Volk an den Abgrund. Hitler kann den Krieg nicht gewinnen, nur noch verlängern. Und das ist gesperrt geschrieben. Meine Damen und Herren, denken wir daran, 1942, die Schlacht bei Stalingrad, die die Wende bringen sollte, und die Schlacht bei Stalingrad, die die Wende gebracht hat, aber nicht im Sinne der NS-Diktatur. Und wie heißt es? Deutsche, wollt ihr und eure Kinder dasselbe Schicksal erleiden, das den Juden widerfahren ist?
Wollt ihr mit der gleichen Masse Maß gemessen werden wie eure Verführer, sollen wir auf ewig das von aller Welt gehasste und ausgestoßene Volk sein. Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt. Entscheidet euch, ehe es zu spät ist. Und das Ende des Flugblattes: Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses, Schutz des einzelnen Bürgers vor der Willkür verbrecherischer Gewaltstaaten, das sind die Grundlagen des neuen Europa. Meine Damen und Herren, Sie sehen also, wie weit die Gruppe hier bereits gegangen ist, nämlich Überlegungen anzustellen, was wird nach diesem Krieg passieren, inwieweit muss Deutschland zurückgeholt werden in die Reihe der Völker, die man anerkennt, und inwieweit ist nach diesem Krieg auch ein neues Europa denkbar. Flugblattaktion, ich habe ja jetzt aus diesen Einzelnen heraus zitiert, die weit gestreut waren. Ja, man hat auf der einen Seite natürlich Adressen ausfindig gemacht, aber auf der anderen Seite wurden, und das gehört ja zum Wesen eines Flugblattes dazu, diese verteilt. Und wo sind sie verteilt worden? In Telefonzellen, an parkenden Autos. Sie sind an Kommilitonen weitergeleitet worden, die in Wien, in Berlin, in Stuttgart oder in Köln studiert haben. Und was beginnt im Jahr 1942? Es beginnt die fieberhafte Suche der Gestapo nach den Urhebern. Die Gestapo ist natürlich in den Besitz einiger dieser Flugblätter gekommen, und der große Wille dieser Schergen war, die Urheber ausfindig zu machen, ihnen das Handwerk zu legen, um auf diese Seite und auf diese Art und Weise natürlich alles zu tun, um die Kriegswilligkeit des Volkes weiter anzuschüren. Und denken wir daran, es ist auch bereits die Zeit, in der die ersten Bomben auf Deutschland fallen. Das berühmte sechste Flugblatt. Es wird Mitte Februar 1943 fertiggestellt. Kommilitoninnen und Kommiliton. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Satz. Der Tag der Abrechnung. Es ist das sechste Flugblatt, das von Helmut Graf von Moltke nach seiner Fertigstellung nach Großbritannien mitgenommen wurde. Im Herbst 1943, da waren die ersten der Gruppe Weiße Rose bereits ermordet, ist es nachgedruckt worden. Dieses Flugblatt ist über die BBC verbreitet und von britischen Flugzeugen über Deutschland abgeworfen worden. Auch das gehört zur Geschichte mit dazu. Und ich möchte noch einmal zurückgehen, nämlich auf die Zeit November 1942. Sophie schreibt an ihren Freund, Vertrauten und Verlobten Fritz Hartnagel: Mein lieber Fritz, heute Abend kommt Hans aus Russland zurück. Hans und die Medizinkommilitonen waren nach Russland beordert als Medizinstudenten, nämlich zu einer Zwangsformulatur. Nun sollte ich mich wohl freuen, dass er wieder bei uns ist, und ich tue es auch und male mir schon die Tage aus, die wir gemeinsam in München verbringen werden, in unserer kleinen Wohnung, und die wohl fruchtbar sein könnten. Und doch kann ich mich nicht ungetrübt freuen. Die Unsicherheit, in der wir heute dauernd leben, die uns ein fröhliches Planen für den morgigen Tag verbietet und auf alle die nächsten kommenden Tage ihre Schatten wirft, bedrückt mich Tag und Nacht und verlässt mich eigentlich keine Minute.
Wann wird endlich die Zeit kommen, wo man nicht seine Kräfte und all seine Aufmerksamkeit immer nur angespannt halten muss für die Dinge, die es nicht wert sind, und dass man den kleinen Finger ihretwegen krümmt? Jedes Wort wird, bevor es gesprochen wird, von allen Seiten betrachtet, um keinen Schimmer der Zweideutigkeit an ihm haftet. Das Vertrauen zu anderen Menschen muss dem Misstrauen und der Vorsicht weichen. Oh, es ist ermüdend und manchmal entmutigend. Doch nein, ich will mir meinen Mut durch nichts nehmen lassen. Diese Nichtigkeiten werden doch nicht Herr über mich werden können, wo ich ganz andere und unantastbare Freuden besitze. Wenn ich daran denke, fließt mir Kraft zu, und ich möchte allen, die ähnlich niedergedrückt sind, ein erfrischendes Wort zurufen. Soweit also Sophie Scholl im November 1942. Und ich glaube, auch hier wird Ihnen noch einmal sehr, sehr deutlich, in welchen Zwangslagen Menschen wie die junge Sophie Scholl gesteckt hat, den Freunden zu vertrauen, den Mitmenschen aber nicht, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen und immer wieder Angst haben, von den Schergen entsprechend verhaftet zu werden. Und meine Damen und Herren, noch ganz praktische Sachen, über die man in keiner Weise hinweggehen kann. Eine Flugblattaktion in dieser Dimension, das erfordert natürlich sehr viel. Das erfordert Vervielfältigungsapparate. Das erfordert einen Organisationsaufwand, den wir uns immer wieder auch vor Augen halten sollen. Es musste Papier beschafft werden und wir sind im dritten und der vierten Kriegsjahr. Briefumschläge, Briefmarken und natürlich vertrauenswürdige Kontaktmänner und Kontaktfrauen. Und überlegen Sie sich mal, Sie stehen jetzt in einer Post, sei es in München, in Augsburg, in Ulm oder wo auch immer, und verlangen auf einmal 800 Briefmarken. Das ging ganz einfach nicht, denn die Postbeamten waren natürlich darauf aus und auch angewiesen worden, genau zu kontrollieren, was die Kundinnen und Kunden haben wollten. Und da war es vor allen Dingen Sophie, die eine ganz kluge Taktik gehabt hat, die ganz viel Mut gehabt hat, sich immer wieder anzustellen, entsprechende Briefmarken zu verlangen, damit dann die Flugblätter auch auf die Reise gehen konnten. Mut, unsagbar viel Mut und Zivilcourage hat dazugehört. Wir sind am 17. Februar des Jahres 1943 angekommen. Ein Tag vor der Verhaftung. Und sie schreibt einen berührenden Brief an Lisa Rempis. Man kann ja nicht anders als sich freuen, so wenig man unbewegten oder traurigen Herzens die Frühlingswolken am Himmel und die vom Wind bewegten, knospenden Zweige in der glänzenden jungen Sonne sich wiegen sehen kann. Oh, ich freue mich wieder so sehr auf den Frühling. Man spürt und riecht in diesem Ding von Schubert, und damit meinte sie das Forellenquintett, das sie gehört hat, förmlich die Lüfte und Düfte und vernimmt den ganzen Jubel der Vögel und der ganzen Kreatur. Sie, eine Studentin der Biologie und der Philosophie, die diese tiefen Eindrücke zu Papier bringen konnte. Wir sind am Schicksalstag des Jahres 1943 für die Gruppe am 18. Februar angekommen. An diesem Tag wurden 1700 Flugblätter von ihr und Hans in der Münchner Universität verteilt. Münchner Universität. Und ich möchte Ihnen jetzt diesen Lichthof der Münchner Universität ganz kurz zeigen.
Hans und Sophie Scholl legen zunächst, es ist Semesterzeit, es ist die Zeit, wo die Studierenden in den Hörsälen sitzen, vor den Hörsälen und vor den Räumen Flugblätter ab. Und sie sind schon draußen vor der Universität und in der Aktentasche sind immer noch sehr viele Flugblätter vorhanden. Und was machen sie? Sie folgen einer spontanen Eingebung. Sie folgen natürlich auch ihrem Willen, diese Flugblätter zu verteilen. Kommilitoninnen und Kommilitonen, Sie haben es eben gehört, so setzt dieses Flugblatt 6 ein. Und Sie gehen noch einmal zurück und Sie lassen von der Balustrade Flugblätter in diesen Lichthof herunterfallen. Um 11.15 Uhr wird diese Aktion durch den Hausschlosser und den Hörsaaldiener, so hieß es damals, Jakob Schmidt, einem SA-Mann, entdeckt. Und was beginnt? Es beginnt sofort das Verhör durch den Universitätssyndikus Ernst Heffner und den Rektor Walter Wüst. Beide, nämlich Sophie und Hans, werden festgenommen und sie werden inhaftiert. Meine Damen und Herren, was ich jetzt in so dürren Worten gesagt habe, das kann man sich nicht vorstellen. Sie werden der Tat überführt und was beginnt? Nämlich vom 18. bis zum 20. Februar des Jahres 1943. Es beginnen die Verhöre in der Münchner Gestapo-Zentrale am Wittelsberger Palais in der Priener Straße. Und wenn Sie heute diese Protokolle lesen, dann entdecken Sie den Mut und die Kraft der jungen Frau, die nämlich versucht, zunächst mit allen Mitteln ihre Freunde zu schützen und sich und Hans, ihren Bruder, als den Hauptakteur darzustellen. Und erst als sie weiß, dass Hans gesagt hat, dass sie hiermit beteiligt war, wird ein Name in den Protokollen eine Rolle spielen, nämlich Alexander Schmorell. Und die Geschwister haben gehofft, dass Alexander Schmorell sich bereits ins Ausland hätte absetzen können. Es ist aber nicht passiert. Sophie Scholl in den Verhören nach ihrer Verhaftung. Auch dazu ein paar Aussagen. Es war unsere Überzeugung, dass der Krieg für Deutschland verloren ist und dass jedes Menschenleben, das für diesen verlorenen Krieg geopfert wird, umsonst ist. Besonders die Opfer, die Stalingrad forderte, bewogen uns, etwas gegen dieses unserer Ansicht nach sinnlose Blutvergießen zu unternehmen. An einer anderen Stelle heißt es, ich war mir ohne weiteres im Klaren darüber, dass unser Vorgehen darauf abgestellt war, die heutige Staatsform zu beseitigen und dieses Ziel durch geeignete Propaganda in breiten Schichten der Bevölkerung zu erreichen. Unsere Absicht war ferner, in geeigneter Weise zu arbeiten, wenigstens vorerst, und auch für später hatten wir nicht die Absicht, noch weitere Personen ins Vertrauen zu ziehen und zur aktiven Mitarbeit zu gewinnen. Dies schon deshalb nicht, weil uns dies zu gefährlich schien. Auch das noch einmal der Mut dieser jungen Frau, das auf sich zu nehmen. Und am Ende dieser Verhöre ist für mich noch etwas ganz Wichtiges. Der Kriminaloberssekretär Mohr stellt eine Schlussfrage. Während der Gesamtvernehmung, die sich über 2 volle Tage erstreckte, haben wir zwischendurch, wenn auch nur streiflichtartig, verschiedene politische und weltanschauliche Fragen besprochen. Sind Sie nach diesen Aussprachen nun nicht doch zu der Auffassung gekommen,
dass man ihre Handlungsweise und das Vorgehen gemeinsam mit ihrem Bruder und anderen Personen gerade in der jetzigen Phase des Krieges als ein Verbrechen gegenüber der Gemeinschaft, insbesondere aber unserer im Osten schwer und hart kämpfenden Truppen anzusehen ist, dass die schärfste Verurteilung finden muss. Und darauf antwortet Sophie Scholl: Von meinem Standpunkt aus muss ich diese Frage verneinen. Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen. Auch das, meine Damen und Herren, sind Sätze, die dieses 20. Jahrhundert überdauert haben und die für uns heute im 21. Jahrhundert der Anlass sind, darüber nachzudenken. Es scheint eine Ironie der Geschichte zu sein, aber es ist eines der bittersten Momente, dass genau am 18. Februar des Jahres 1943 Goebbels diese verheerende Rede gehalten hat, mit dem Satz, der in die Geschichte eingegangen ist: Wollt ihr den totalen Krieg? Und das sind die anderen, das gute Gewissen Deutschlands, die selbst bereits auf dem Gang zum Schafott gesagt haben: Wir sind es, wir bereuen nichts und wir wollten etwas für unser Volk tun. Schließlich, und auch hier noch einmal ein Bild, nämlich der Justizpalast in München. Am 22.02. wird der Volksgerichtshof einberufen unter dem Richter Roland Freisler. Ich glaube, keiner hat den Juristenberuf so in den Schmutz je gezogen wie Roland Freisler. Wenn man sich heute Dokumentationen ansieht bzw. anhört, ist es eines Richters unwürdig, diejenigen, die vor Gericht stehen, zu beschimpfen, sie anzuschreien, sie zu diffamieren und ihnen jede Chance auch nimmt, menschenwürdig sich verteidigen zu können. Sophie wirft diesem Mann einen Satz entgegen: Bald werden Sie hier stehen, wo wir jetzt stehen. Bald werden Sie hier stehen, wo wir jetzt stehen. Das ist ein Mut, der sondersgleichen ist. Und das sagt sie in ruhiger Stimme, während sich die Stimme ihres Richters immer und immer wieder überschlägt. Freisler hat kein Gerichtsurteil erfahren. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges ist er bei einem Bombenangriff umgekommen. Schließlich, und jetzt sind wir an dem Tag angekommen, frühmorgens das Todesurteil. In der Urteilsverkündung heißt es: Im Namen des deutschen Volkes in der Strafsache gegen Hans-Fritz Scholl aus München, Sophia Magdalena Scholl aus München und Christoph Hermann Probst als Altrans aufgrund der Hauptverhandlung am 22. Februar des Jahres 1943 hat der Volksgerichtshof für Recht erkannt. Die Angeklagten haben im Kriege in Flugblättern zur Sabotage der Rüstung und zum Sturz der nationalsozialistischen Lebensform unseres Volkes aufgerufen, defätistische Gedanken propagiert und den Führer aufs Gemeinste beschimpft und dadurch den Feind
des Reiches begünstigt und unsere Wehrkraft zersetzt. Sie werden deshalb mit dem Tode bestraft. Ihre Bürgerrechte haben sie für immer verwirkt. Als Verurteilte müssen die Angeklagten auch die Kosten des Verfahrens tragen. Sätze in der schlimmsten NS-Terminologie, die man sich nur vorstellen kann. Und an diesem Tag hat Sophie noch einmal etwas unter Beweis gestellt, was sie für mich zu einer ganz Großen macht, nämlich diese Ruhe, diese Gewissheit. Diese Gewissheit, alles richtig gemacht zu haben, diese Gewissheit, nicht klein beizugeben. Und sie ist es schließlich, die Eltern versuchen noch vorzudringen, sie werden aus dem Gerichtssaal verwiesen, sie können aber in wenigen Minuten von ihren Kindern Abschied nehmen. Sie ist es, die ihre Mutter in der letzten Stunde ihres Lebens noch tröstet. Sie ist es, die gefasst das Abendmahl empfängt. Sie ist es, die gemeinsam mit Hans Scholl und Christoph Probst noch Worte wechseln kann. Und sie ist es, die im wahrsten Sinne mit hoch erhobenen Haupt auf das Schafott geht. Der Scharfrichter hat später gesagt, dass er noch nie jemanden so tapfer und so gefasst hat sterben sehen wie Sophie Scholl. Und hier im Bild ist die Hinrichtungsstätte. Sie werden auf eine der brutalsten Art und Weise hingerichtet, nämlich durch das Fallbeil. Hans Scholl, Sophie Scholl und Christoph Probst. In der Salzburger Zeitung wird zwei Tage später eine ganz lapidare Nachricht stehen, nämlich, dass alle drei wegen der Vorbereitung zum Hochverrat und wegen Feindbegünstigung zum Tode verurteilt worden sind. Das Urteil wurde noch am gleichen Tage vollzogen. Eine lapidare Mitteilung. Sophie Scholl, und ich möchte jetzt am Ende meines Vortrages noch ein paar ganz wenige Sätze versuchen zu systematisieren, zusammenzufassen mit der Frage, wer ist sie gewesen? Und auch hier noch zwei Auszüge aus ihren hinterlassenen Schriften. Tagebuchauszug vom 31. Januar des Jahres 1943. Sobald ich allein bin, verdrängt eine Traurigkeit jede Lust zu einer Tätigkeit in mir. Wenn ich ein Buch zur Hand nehme, dann nicht aus Interesse, sondern so, als ob es ein anderer täte. Über diesen entsetzlichen Zustand kann nur eines helfen. Die schlimmsten Schmerzen, und wären es bloß körperliche, sind mir tausendmal lieber als diese leere Ruhe. In einem Brief an Fritz Hartnagel vom 16.02., zwei Tage vor der Verhaftung, sie ist gerade aus Ulm nach München zurückgekehrt. Die 150 Kilometer, die zwischen Ulm und München liegen, verändern mich derartig rasch, dass ich selbst erstaunt bin. Ich werde von einem harmlosen, ausgelassenen Kind zu einem auf sich selbst gestellten Menschen. Doch dieses Alleinsein tut mir gut, wenn ich mich auch manchmal nicht so wohl darin befinde, weil ich doch von Menschen recht verwöhnt bin. Aber geborgen fühle ich mich erst dort, wo ich merke, dass eine selbstlose Liebe da ist. Und die ist verhältnismäßig selten. Zitat Ellen. Sophie Scholl, die mit 21 Jahren sterben musste, war trotz ihrer Jugend eine ganz vielschichtige Persönlichkeit, die sich Zugänge zu Gott und den Menschen immer wieder neu erkämpfen musste. Sie zeichnete eine fast exzessive Selbstbeobachtung aus. Sie konnte sich nicht betrügen. Das war ihr ständiger Antrieb zum Handeln. Meine Damen und Herren, gerade in diesen Tagen
gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, sich Sophie Scholl zu nähern. Und vor allen Dingen für junge Leute ist ein Instagram-Projekt aufgelegt worden, was ich genau aus diesem Moment heraus so spannend finde. Jawohl, Sophie Scholl hat sich immer wieder selbst beobachtet. Und junge Menschen, die natürlich heute mit dem Handy in der Hand in einer digitalen Welt aufwachsen, haben so die Möglichkeit, indem diese fiktive, aber durchaus authentische Sophie Scholl in den Bildern sich selbst kommentiert, die Chance auch einer Selbstüberprüfung. Wo bin ich heute? Wo stehe ich in dieser Welt? Und wie hätte ich wohl gehandelt? Über allem stand das Menschsein für Sophie Scholl. Dem wollte sie gerecht werden und das war ihr Antrieb zum Handeln. Menschsein, das ist ein Wort, das wir manchmal in unserer deutschen Sprache viel zu geläufig gebrauchen. Das hieß für sie, Verantwortung zu übernehmen und auch unter dem Einsatz ihres Lebens für die Freiheit des Geistes zu kämpfen. Sie war eine suchende und tief im Glauben verwurzelte junge Frau, zwischen Todessehnsucht und tiefer Empfindsamkeit und Empathie für ihre Mitmenschen. Diese Menschlichkeit, und das möchte ich hier nochmal betonen, ließ sie am Unrecht ihrer Zeit leiden und verhinderte, dass sie sich vom Leiden der anderen auch abgekehrt hat. Ihre Tat, sich gegen das verbrecherische System mit dem Wort und dessen Verbreitung zur Wehr zu setzen, war aus diesem Impuls der Leidensfähigkeit und auch des Mitleidens gespeist. Und das ist sowohl politisch als auch moralisch zu verstehen. Und ich finde, hier müssen wir immer wieder sehen, wie vielschichtig diese Zeit heute von uns betrachtet werden muss. Seit frühester Jugend bildeten für sie Geist und Tat eine Einheit. Sie war bereit, und das zeigen ihre Aussagen in den Vernehmungsprotokollen überdeutlich, für ihre tiefen humanistischen Überzeugungen zu sterben. Sie trat an gegen das Weghören und Wegsehen sowie die Gleichgültigkeit vieler ihrer Zeitgenossinnen und Zeitgenossen. Und sie war bereit, das höchste Opfer, nämlich ihr eigenes Leben zu bringen. Sie war in der Tat eine Freiheitskämpferin, die im zivilen Widerstand eine Möglichkeit sah, das System und dem Morden im Krieg die Stirn zu bieten. Diese ihre moralische Rigorosität, ihr außerordentlich hoher ethischer Anspruch und diese ihre christlich geprägte Leidensfähigkeit waren der Antrieb, sich dieser Verantwortung zu stellen. Damit steht Sophie natürlich auch in der Tradition einer Leidensmystik und dem Martyrium in der Nachfolge Christi. Angesichts des Todes ist sie gefasst und ruhig geblieben und hat damit sowohl ihren Eltern, die sich Stunden vor der Ermordung nochmals sehen konnten, als auch ihrem Bruder und Christoph Probst in dieser Standhaftigkeit Trost gespendet. Gefasst hat sie das Abendmahl gefeiert und somit ihre irdische Existenz in die Hände Gottes gegeben. Voll Sehnsucht. Und ich glaube, das haben diese Briefauszüge und diese Tagebuchauszüge auch gezeigt, nach einer harmonischen Weltenordnung, in der es kein Leid gibt, hat sie immer wieder um auch ihrer eigenen Freude gezweifelt und war auf der Suche nach dem verbindenden Etwas. Und zu diesem Etwas gehörte die Natur, in der sie diese Harmonie verspürte, dieses Einssein zwischen Gott und dem Menschen. Das alles spiegeln ihre Tagebucheinträge und die Vielzahl der Briefe, in denen es immer wieder um Glück und Unglück, um das Leiden und die Verantwortung geht wieder. Und ich möchte das letzte Wort ihrer Biografin Maren Gottschalt geben. Hier noch einmal dieses sehr nachdenkenswerte Buch. Wachsamkeit, Mut, Zitat, und das entschiedene Eintreten für Menschenwürde und Freiheitsrechte, das ist Sophie Scholls Erbe, das wir bewahren müssen. Wer sie bewundert oder verehrt, muss
sich die Frage gefallen lassen, ob er bereit ist, seine Stimme gegen das Unrecht in unserer Gesellschaft zu erheben. Und damit hat sie Sophie Scholl aus der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges in unsere Zeit gehoben. Nehmen wir dieses Erbe von Sophie Scholl an. Ich danke Ihnen. Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Professorin Dr. Ilse Nagelschmidt, für Ihren Vortrag, in dem Sie auf beeindruckende Weise die starke junge Persönlichkeit Sophie Scholl mit all ihren Facetten in den Blick genommen haben. Ja, wie kann ich jungen Menschen Sophie Scholl erklären? Sie haben viel dazu gesagt. Was bleibt von Sophie Scholl? Ist es vielleicht der Mensch mit all seinen Ecken und Kanten, mit seinen Zweifeln, mit seinen Fehlern, seiner Ungeduld und schließlich seinem Mut und der Entschlossenheit, der vor allem junge Leute fasziniert? Wie sehen Sie das? Also ich glaube, wenn ich jetzt in die Geschichte Deutschlands nach 1945 zurückgehe, sowohl natürlich die Geschichtsbetrachtung in der Bundesrepublik als auch in der DDR, dass man Sophie Scholl immer nur so segmentiert wahrgenommen hat. Ja. Ich komme ja aus dem Osten Deutschlands und da war dann vor allen Dingen in den 70er, 80er Jahren die Widerstandskämpferin. Und Widerstandskämpferin oder Widerstandskämpfer, das war ein Attribut, das war ein Zeichen, an dem man in keiner Weise rütteln konnte. Und dass dahinter Menschen standen, mit Ängsten, Zweifeln, mit Fragen an sich selbst und die Welt, das hat man eigentlich immer ganz, ganz nur am Ende gehabt. Und auf Ihre Frage, genau das ist der Ansatz, den wir heute jungen Menschen zeigen müssen. Junge Menschen, die seit anderthalb Jahren unter ganz außergewöhnlichen Bedingungen leben müssen. Junge Menschen, die auf einmal nicht mehr ordentlich in die Schule gehen können, die nicht mehr gewohnt studieren können, zu deren Lebensalltag gehört, dass die Eltern zu Hause sind, dass sie sich nicht mit Freunden treffen können, dass sie eigentlich viele Dinge von dem, was normal schien, nicht haben und dass diese jungen Leute, die natürlich jetzt auch über sich und ihre Ängste nachdenken, was passiert mit mir, bekomme ich noch ein ordentliches Abitur, habe ich einen Schulabschluss, kann ich studieren, kann ich eine Lehre aufnehmen, was wird aus meinen Eltern, können wir die Miete halten, um in unseren Wohnungen zu bleiben? Das sind natürlich sehr alltägliche Fragen, aber es sind auch Fragen, die junge Menschen heute haben. Ja, was passiert mit unserer Umwelt? Was passiert gerade diese für meine Begriffe so wichtige Bewegung junger Menschen? Ob diese Aktion nun richtig gut war, dass sie freitags aus der Schule herausgegangen sind oder nicht, lasse ich jetzt absolut stehen. Aber es sind die jungen Menschen, die darauf aufmerksam machen. Es sind die jungen Menschen, die sagen, wir müssen etwas tun, dass wir jetzt nicht nach dieser Zeit verschuldet in unsere Zukunft hineingehen und. Und da auf einmal werden sie mit einer Jungfrau konfrontiert, die in ihrer Zeit ganz ähnliche Ängste gehabt hat. Und auch die Frage, was ich jetzt so wichtig fand, Sophie Scholl hat immer wieder Rat gesucht. Es ist der Glaube gewesen. Es sind ganz tiefe menschlich-moralische Werte. Und dass über die Beschäftigung auch mit Sophie Scholl ein Nachdenken bei jungen Menschen, egal ob sie jetzt 10, ob sie 15, ob sie 20, ob sie 25 Jahre sind, was sind meine Werte, die für mich wichtig sind, wie kann ich die annehmen? Und wie kann ich jetzt etwas tun, um mein Menschsein, und ich habe das ja in meinen letzten Worten nochmal gesagt, auch in meiner Zeit ernst zu nehmen. Und da hat Sophie Scholl eigentlich eine Faszignalwirkung, wenn man sie in diesem Menschsein, in diesen Zweifeln, in diesen Ängsten, in diesem Mut auch sieht und sagt, jawohl, hier ist eine, die natürlich, man kann darüber diskutieren, warum sind die nochmal zurückgegangen? Ist es spontan? Genau. Ist es todesmutig gewesen? Ist es spontan gewesen? Und. Aber sie hat genau in diesem Moment gewusst, ich mache das richtig. Ja, sie könnte ein moralischer Kompass sein, wie Sophie Scholl. Ja. Das denke ich ganz wichtig. Mich würde nochmal interessieren, wie Sie sich als Pädagogin, besonders als Germanistin, der Sophie Scholl genähert haben. Wann haben Sie damit begonnen, sich ihr so zu nähern,
Das ist ja schon so, wie Ihr Vortrag war, da ist das ja schon viele, viele, viele Jahre. Also in der Tat ganz lange. Ich habe ja mal Deutsch und Geschichte studiert. Sie haben es ja in Ihren einleitenden Worten sehr schön gesagt. Ich habe das natürlich auch unterrichtet. Und für mich war es wichtig, auch in einer Zeit, hier muss ich mich wirklich wiederholen, wo man diese Menschen den Sockel gesetzt hat. Ja. Ja? Das waren die. Und das kann ich an ganz, ganz vielen Beispielen. Wir hatten ja die Veranstaltung zu Anna Segers im vorigen Jahr, das war die Antifaschistin. Punkt und aus. Und für mich war es damals schon wichtig und meine Beschäftigung mit Sophie Scholl hat während des Abiturs eingesetzt. Das sind also nun doch schon ganz paar Jahre her, wo ich einfach auf sie aufmerksam geworden bin. Warum? Ich bin protestantisch erzogen worden und da spielte natürlich in diesem Kontext auch ein bürgerlich-christlicher Widerstand eine Rolle. Im Gegensatz natürlich zu dem, was die DDR immer vor sich hergeschoben hat, antifaschistisch-kommunistischer Widerstand. Aber das hat in den 70er Jahren für mich damals schon so ein Signal bedeutet, hier waren ja noch andere. Ja, und dann habe ich eigentlich so im Verlauf meines sowohl pädagogischen als auch akademischen Lebens mir immer wieder, und da ich ja zu Frauenliteratur auch promoviert und habilitiert worden bin, Frauen anzusehen, die so etwas ganz Außergewöhnliches gehabt haben. Auch unter diesem Aspekt eines Vorbildes, aber wirklich Vorbild und nicht Sockel heben. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich mir angesehen, wie hat sie in ihrer Zeit gelebt? Was war das auch noch mal für eine Zeit, ne? 42, 43, dann diese letzten Monate, wo dieser Krieg ja in oder barbarische Ausmaße angenommen hat und wo diese jungen Leute so als eine ganz kleine Gruppe versucht haben, was entgegenzusetzen. Und meine ganz intensive Beschäftigung, vor allen Dingen, wo ich die Vernehmungsprotokolle jetzt nochmal Satz für Satz gelesen habe, das war wirklich in den letzten Wochen. Und da sind mir ganz viele Dinge auch nochmal bewusst geworden, die ich natürlich auch aus dem Buch damals von Inge Scholl über ihre Schwester, was ja 52 veröffentlicht worden ist, durchaus gewusst habe, aber diese Standhaftigkeit. Man sitzt in diesem Gestapo-Gefängnis, man sitzt diesem Mohr gegenüber, Ihnen wird das auch mal aufgefallen sein, der macht ja aus dieser Verhörung doch oder diesem Verhör noch so ein Gespräch. Ja? Also, das ist ja das Perfideste, was man machen kann, nur die ganz ruhig reagiert. Und das war für mich eigentlich jetzt nochmal so eine Entdeckung, wenn man sich seiner Sache ganz gewiss ist, dann kann man ruhig sein. Und das ist vielleicht auch ein Signal für die gegenwärtige Zeit. Man muss nicht populistisch schreien. Man muss nicht die Stimme Im Gegenteil. überschlagen lassen, sondern man sollte mal wieder ruhig argumentieren. Und wenn wir das so für uns im Sinne auch von Marin Gottschalk aufnehmen, ihr Erbe anzunehmen, dann haben wir eigentlich eine ganze Menge erreicht. Und ich habe es versucht, ja, über 45 Jahre Sophie Scholl so ein bisschen auch durch mein Berufsleben durchgehen zu lassen. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Dem kann Dankeschön. ich jetzt nichts mehr hinzufügen. Herzlichen Dank. So. Und im nächsten Jahr geht es ja mit Geschwister Scholl weiter. Ja. Okay.